Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Herd und Glut, dem Kanal rund ums leibliche Wohl. Mein Name ist Elisa und ich möchte mit euch heute eine Himbeertorte machen. Im ersten Teil des Videos geht es schlichtweg nur um die Vorbereitungsarbeiten. Wir beginnen mit dem Mürbeteigboden. Hierzu benötigen wir Butter, Zucker, Mehl und Backpulver und zum Schluss noch etwas Milch. Wir verrühren als erstes den Zucker mit der Butter. Nicht zu lang, da der Teig sonst brandig wird. Das bedeutet also später, wenn das Mehl dabei ist, dass das Fett austritt. Und dann ist ja nur noch was für die Tonne. So muss das dann aussehen. Und Mehl und Backpulver kommt jetzt alles auf einmal hinzu. Und jetzt wird das Ganze einfach geknetet, bis sich das verbindet oder so aussieht wie Streusel. Und dann ganz zum Schluss kommt die Milch dazu. Sobald der Teig miteinander verbunden ist, muss man sofort abstellen und in eine Teigdose. So, jetzt würde ich ihn schon rausholen und mit Hand einfach ein bisschen zusammenkneten und dann in Ruhe lassen. So, jetzt sollte man ihn für circa eine Stunde in den Kühlschrank stellen oder zwei. Man kann das auch einen Abend vorher machen und ihn einfach die ganze Nacht dort stehen lassen. Wenn man Mürbeteig frisch backt, dann verbrennt er immer sehr schnell. In einer Sekunde sieht er aus, noch ganz weiß, als bräuchte er noch 5 Minuten. So, und in den nächsten 10 Sekunden ist er dann verbrannt. Das ist der Fluch eines frischen Mürbeteigs. Deswegen gibt man ihm Ruhe. Jetzt hat er die Teigruhe gehabt. Jetzt wähle ich ihn schön aus. Möglichst ohne Mehl. Und wenn, dann so wenig wie möglich. Sonst verliert er einfach an Geschmack, wird nur mehlig. Wir wollen ja keine Streusel. Und das soll ja nur ein Boden sein, der unter den Biskuitteig kommt, damit man die Tortenstücke einfach auch angemessen hat. Aufnehmen kann. Also für den absoluten, ja, familiären Gebrauch. Man muss das nicht unter jede Torte machen, je nachdem wie dick der Biskuit ist. Da habe ich die Form vorbereitet, die Kuchenform, in der wir die Torte einsetzen. Wir brauchen den Mürbeteigboden in dieser Größe, also drehe ich sie einfach um und drücke da einmal, mache da den Abdruck, das schneide ich dann aus und dann backe ich das auf dem Blech. Nun ist wichtig, dass der Mürbeteigboden auch gespickt wird. Das mache ich mit einer Gabel, weil er sonst Blasen wirft und das wollen wir nicht. So, und dann kommt er in den Ofen. Wenn er diese Farbe hat, ist er genau richtig. Weiter geht es mit den Himbeeren. Hierfür benötige ich Himbeeren, Zucker und die Gelatine. Hierfür habe ich schon mal Wasser vorbereitet. Das machen wir jetzt auch als allererstes. Dann nehmen wir dann die Blätter rein. Ich würde jetzt nicht alles komplett so reinmachen, weil die sonst sich zum Teil hier nicht richtig weich werden. Das ist halt ganz wichtig, dass man die einweicht. In kaltem Wasser, sonst habt ihr später keine Gelatine mehr. Da erhitze ich jetzt die Himbeeren mit Zucker. So, jetzt fangen die Himbeeren leicht an zu kochen. Das stellen wir dann auch direkt wieder ab. Das heißt, die sind definitiv heiß genug, um die Gelatine jetzt hinzuzufügen. Die nehmen wir einfach raus. Drücken die aus.
und schmeißen sie dazu. Jetzt verrühren wir einfach so lange, bis sie sich aufgelöst hat. Dann lassen wir sie auch stehen und fest werden. Also das dauert so seine Zeit. Das empfehle ich dann auch einfach am Abend vorher zu machen, bevor man die Torte einsetzen möchte. Zum Abschluss der Vorbereitungsarbeit machen wir jetzt noch den schnellen Biskuit. Hierzu benötigen wir Eier, Zucker, Mehl, dort ist auch ein Teelöffel Backpulver drin, ein bisschen Wasser. Die werde ich jetzt mit dem Zucker direkt mal scharf aufschlagen. Dann mache ich jetzt auch 2 Esslöffel Wasser dazu. Das Mehl und den Backpulver hinzu. Das ist nun die schnelle Biskuitmasse. So. Funktioniert auch. Wenn es mal schnell gehen muss, ist das super. Biskuit, den lassen wir jetzt eine Viertelstunde backen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann lassen wir alles schön auskühlen, die Himbeeren, den Mürbeteig, den Biskuit und beginnen mit der Creme. Das ist der Biskuit, wenn er fertig ist. Fertig sieht man immer daran, wenn man runterdrückt und er federt leicht hoch. Dann weiß man, Biskuit ist fertig. Wenn das jetzt alles ausgekühlt ist, dann hole ich den Biskuit aus der Form. Das mache ich mit einem Teigschaber, Horn nennt man das, oder kann man auch mit einem Messer machen. Also wie gesagt, war das diese. Ein schneller Biskuit, ein Pfusch-Biskuit. Deswegen ist er auch sehr dünn. Ist aber kein Problem. Zuallererst werde ich jetzt die Marmelade auf den Mürbeteigboden streichen, als Kleber für den Biskuit, der ja dann nachher darauf haften soll. Das ist einfach eine Johannis-Himbeer-Marmelade ohne Kerne. Ich nehme jetzt eine rote Marmelade, weil ich eine rote Torte mache. Man kann natürlich auch eine Aprikosen-Marmelade nehmen oder ja, Schokolade. Man muss einfach die Ränder hier ein bisschen lösen, sollte es kleben, und das Papier nicht so hoch reißen, dann neigt der Biskuit dazu zu reißen, sondern einfach nach hinten wegziehen. Dann passiert da nichts. Aufatmen. So. Den drücke ich jetzt einfach da drauf. Dann kommt der Ring da wieder drum. Der Mürbeteig ist jetzt womöglich ein bisschen größer als der Ring. Das ist kein Problem. Drückt man einfach die Ränder, die im Weg sind, weg. Die Sahne, die werde ich jetzt, während ich die Himbeeren auf den Biskuit schmiere, aufschlagen. Und dann geht das auch schon los mit der Füllung. So sehen die Himbeeren dann aus, wenn sie fest sind. Die kommen jetzt einfach auch auf die Torte rauf. Von Vorteil ist natürlich, wenn die Himbeeren nicht bis ganz an den Rand geschoben werden, weil dort nachher die Sahne und die Creme hinkommen. Und die Sahne, wenn wir die dann ausgarnieren, die soll ja nicht so schnell rot werden. Das soll ja schön weiß sein, sauber aussehen. Und deswegen achtet man einfach darauf, dass da so ein kleiner Rand bleibt. So, die Sahne ist fertig geschlagen. Ich mache mit der restlichen Masse immer erst weiter, wenn die Sahne wirklich fertig ist. Für die restliche Masse brauchen wir Zucker, Vanillezucker, Götterspeise
Frischkäse und Wasser. Wasser, Zucker und Götterspeise wird jetzt erhitzt. Wichtig dabei ist, dass es nicht kocht. Wir wollen ja keinen Wackelpudding haben. Wir möchten gerne eine Creme haben. Das heißt, so kurz vorm Siedepunkt ist es fertig. Ein kleiner Tipp ist, wenn die Zuckerkristalle nicht mehr zu sehen sind, wenn die sich aufgelöst haben, dann ist eigentlich schon gut. Also mit den Zuckerkristallen, das kann man vor allem gut erkennen, wenn man den Topf ein bisschen schräger hält, dann sieht man das am Boden, hat sich das jetzt aufgelöst oder nicht. So, jetzt kommt der Frischkäse dazu. Den schmeiße ich einfach gerade so mit in den Topf. Dann kühlt das auch schneller ab. Das ist ganz wunderbar, weil natürlich, logisch, kann man die Sahne nicht unterheben, wenn die Masse noch warm ist. So, und so lange rühren, bis da keine Klümpchen mehr sind. Ne? Das wollen wir ja auch nicht im Kuchen haben. Ich habe die Masse umgefüllt, einfach aus dem Grund, dass sie hier in der Schüssel schneller abkühlt. Ein Topf hält und speichert die Wärme einfach ein bisschen länger. Genau. Und sobald, also man muss auch darauf achten, dass es nicht zu kalt wird. Das geht sonst von gleich bis jetzt, dass diese Masse hier fest ist. Und wir wollen ja gerne noch Sahne drunter heben. Ich nehme erst so ein Teil Sahne. Das verrühre ich ziemlich heftig. Also heftig, einfach ein bisschen energischer. Und dann kommt da die restliche Sahne drunter. So, da bin ich dann ein bisschen zaghafter. Aber generell, ja. Also ich halte jetzt nichts davon mit unterheben, wenn man dann anfängt in Zeitlupe zu arbeiten. Es muss nicht sein. Wichtig ist, dass die Masse in den Kühlschrank kommt. Weil die Masse komplett untergehoben ist, die Sahne in der Masse und sich das total verbunden hat, sollte man aufhören mit dem Rühren. Es ist immer nur ein ganz kurzer Grad zwischen jetzt ist sie perfekt und sie ist ausgeflockt. Jetzt streichen wir die Masse einfach auf die Himbeeren. Vorsichtig drauf, wenn man sie mit zu viel Schwung, also gerade wenn noch keine Masse drauf ist, wenn man die dann mit zu viel Schwung auf die Himbeeren knallt, dann kann das sein, dass die Himbeeren so ein bisschen hochkommen und dann oben an der Torte sind, was wir ja auch nicht wollen. Ja, streiche ich das aus der Mitte so ein bisschen an den Rand und wieder zurück. Jetzt streiche ich die Torte einfach noch einmal glatt. Und dann kommt die in den Kühlschrank. Wenn die Torte durchgekühlt ist und fest geworden, dann zeige ich euch noch, wie man sie mit Sahne einstreicht. Ich persönlich werde sie als Geburtstagstorte ausgarnieren, aber der Kreativität sind diesbezüglich ja keinerlei Grenzen gesetzt. Ist die Torte durchgekühlt und feste? Wir holen die jetzt aus der Form. Wichtig dabei ist, dass man den Rand natürlich löst, sonst geht sie kaputt. Man geht da einfach außen rum mit der Palette oder mit einem Messer oder mit einem Teigschaber. Und dann macht man den Ring einfach auf, holt sie raus und streicht sie ein. Dafür schlage ich jetzt natürlich die Sahne auf mit ein bisschen Zucker und ein bisschen Sahne steif. Sahne nehme ich direkt schon in den Spritzbeutel für später. Und dann klatsche ich die einfach oben drauf. Jetzt geht das los. Jetzt streiche ich erstmal oben alles glatt und lasse es dann am Rand rüber runterfallen quasi oder rüber tropfen. Und dann streiche ich den Rand ein. Also genau, ich nehme die Sahne von oben, streiche die über den Rand hinüber und streiche dann den Rand einfach mit glatt. Sieht, ist der Rand auch ein bisschen blau geworden. Leider nicht durch die Himbeeren, sondern durch meine nicht ganz so professionelle Kuchenform. Aber das tut der Qualität, und dem Geschmack sicherlich keinen Abbruch. Also außerdem sieht man das dann Gott sei Dank auch nicht mehr. Es ist auch nicht giftig, aber es wäre natürlich optimaler, man hätte einen extra Ring, um einzusetzen. So. Genau.
Aprikose in der Hose, ja. Genau. Hier habe ich einen Teigschaber mit einem ziemlichen geraden Winkel, Gott sei Dank, also einem rechten Winkel. Den setze ich jetzt hier an der Torte an, auf dem Boden, so in, ja, nicht zu steil, nicht zu krass. Und dann streiche ich einfach die überschüssige Sahne ab. So, nun streiche ich das mit der Palette einfach gerade ab. Hier seht ihr, ist der Rand hochgekommen. Und genau, den versucht man dann einfach möglichst gerade abzustreichen. Jetzt ist es noch wichtig, dass man die Torte einteilt, bevor man sie ausgarniert. Ja, damit man das halt schön gleichmäßig machen kann. Ich mache mir dazu einfach mit einem Messerrücken, ja, teile ich mir einfach schon diese Stückchen ein. So. No. Und jetzt fange ich einfach an, hier ein bisschen auszugarnieren. So, ich habe jetzt die Torte soweit ausgarniert. Ich habe einen Kamerafehler gemacht, es tut mir sehr leid. Ich glaube, ich habe es versäumt zu filmen, während ich sie gespritzt habe. So, da ich das versäumt habe, zu zeigen, wie ich die Garnitur spritze, mache ich das jetzt nochmal anhand diesen Tellers. Jetzt stellt euch einfach vor, ich habe hier die Tortenstücke eingeteilt. Ich gehe nicht von ganz vorne aus der Tortenmitte, fange ich nicht an mit dem Spritzen so, sondern ja, wenn das jetzt so ein Tortenstück ist, ungefähr so ein bisschen weg von der Spitze, es wird sonst sowieso zu eng. Und dann gehe ich von vorne rechts nach hinten links. Dasselbe mache ich nochmal daneben bis zur Hälfte, dann überkreuze ich und dann setze ich ab und mache dann eine Rosette. Von vorne rechts nach hinten links, dasselbe nochmal bis zur Hälfte und eine Rosette. Und so geht das dann reihum. Ich weiß, das sieht sehr schwierig aus. Das ist alles eine Übungssache, wie in allem. Es gibt keinerlei kreative Grenzen, die einem gesetzt werden beim Ausgarnieren. Man kann Blumen nehmen, man kann frische Beeren nehmen, frisches Obst, man kann nur Minzblätter da noch reinsetzen, ein bisschen Schokolade oder halt kindgerecht mit allem, was Kinder so lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Abo da, ein Like oder ein Feedback. Wir würden uns sehr freuen. Alle Rezepte findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.